Vision und Sensorik Toolkit. Was versteht man dahinter? Wir binden hier 2D- und 3D-Vision-Themen zusammen, orientiert am Thema Binpicking, zusammen mit CAD-Match zu einem Funktionspaket, funktionsfähig mit einem KUKA-Roboter, einer KAC5-Steuerung. Was wir generell machen, ist natürlich Machbarkeitsuntersuchung für das Thema Vision, auch erfolgreich in den letzten Jahren. Und jetzt wollen wir das Ganze erweitern um Funktionspakete zum Thema 3D-Binpicking. Drei Applikationen zeigen wir hier auf der Messe. Zwei Applikationen mit Ringen sehen wir aktuell, wie der Roboter sich den Ring greift in der Kiste, der hier wild chaotisch liegt in einem Haufen und dann weiterverarbeitet. Wir haben hier uns die Aufgabenstellung gegeben, auch weitere Sensorik zum Fügen zum Beispiel dieser Ringe in entsprechende Passungen und auch in Spannfutter darzustellen in diesen Applikationen. Zwei Ringapplikationen und auch eine Schraubenapplikation, wo wir kleine, diffizile Schrauben in 5x35 auch mit einem Mehrfingergreifer picken und an die Zielstelle mit ForceTalk überwacht bringen. Auf dem Bildschirm sieht man aktuell unser Live-Bild von der 3D-Kamera, die über dem Bin hängt. Man sieht, dass er hat gerade eine neue Aufnahme gemacht. Die einzelnen Ringe wurden jetzt detektiert. Das Ganze kann man sich nochmal als 3D-Umgebung auch noch anschauen. Das heißt, man sieht jetzt hier die Ringe, wie sie im Bin drin liegen und wie sie von der Kamera entsprechend klassifiziert wurden. Inwieweit die Ringe dann auch tatsächlich greifbar sind, kommen wir dann im zweiten Webinterface. Das ist jetzt das Webinterface von KUKA Smart Pin Picking. Und da sieht man jetzt hier einmal den Roboter inklusive Umgebung und Greifer, wie es aus unserer Simulationssoftware KUKA Sim auch importiert wurde. Wir haben hier basierend auf den Kameradaten, wir sehen jetzt hier den Bin und auch die einzelnen erkannten Ringe und können jetzt für die einzelnen Ringe dann die Bahn entsprechend reinplanen. Man sieht das hier, das wäre jetzt die erste erfolgreiche Bahn, die getestet wurde virtuell. Und genauso würde der Roboter auch die Bahn in Realität entsprechend fahren, weil wir dieselbe Bahnplanung wie auf dem Roboter verwenden. Wir wollen in den nächsten 2 Monaten Funktionspakete zur Verfügung stellen im KUKA Sim bis hin zur mechanischen und elektrischen Konstruktion fertig konfektioniert. Bestandteile sind hier sämtliche Kameras, die hier mit Sichtkegeln als Standards hinterlegt sind. Des Weiteren der entsprechende Projektor, wenn er erforderlich ist. Des Weiteren die komplette Steuerung mit den entsprechenden Einschüben, die wir brauchen für die Funktion von so einem Funktionspaket. Einer Türsicherheit an der Ecke über einen Euchner MGB, die Verbindungsleitungen bis hin an den Endeffektor mit und ohne ForceTalk und in dem Fall mit einem elektromotorischen Greifer. Industrial Intelligence.